Ich bin der Kurt Bucher. Ich bin ein Clown. Ich arbeite als Dr. Wulle, als Spitalclown im Kinderspital, zum Beispiel in Luzern. Und bin sonst noch als Clown unterwegs. Und dort heiße ich Schalup. Aber eigentlich bin ich immer Clown. Und ich darf hier am Kids Camp einen Workshop geben für die Erwachsenen. Ich arbeite ganz klar am liebsten mit Kind und für Kind, weil Kinder, die haben das einfach im Griff. Die sind so im Moment, die haben so kreative Lösungen, die sind so lustig und können sich über Zeug amüsieren. Und ich glaube, wir Erwachsenen können ganz viel lernen von den Kindern. Also bei diesem Humorworkshop ist es darum gegangen, dass wirklich die Eltern zuerst so ein bisschen ihren eigenen Humor wieder ein bisschen finden oder sich mit dem eigenen Humor auseinandersetzen. Und dann der zweite Schritt ist wie, okay, wie kann man denn diesen Humor anwenden auf andere? Und wir haben Übungen gemacht und ich habe Videos gezeigt und wir haben viel gelacht und Sachen ausprobiert. Der Moment, den ich mit dem Kind habe, als Clown oder eben als Dr. Wulle, wie ich im Spital heiße, ist ja ein schöner, oder ich probiere das Kind oder die Familie oder die Geschwister, alle, die dort sind, ein bisschen abzulenken vom Alltag. Und das ist eigentlich ein mega schöner Moment und gibt auch wieder viel Energie. Aber als Kurt persönlich geht ihm das halt manchmal sehr, sehr nach. Ich glaube, die rote Nase ist, glaube, für Kinder ein Zeichen, das ist ein Clown. Und es ist, glaube, für mich eine Hilfe, um mich auch ein bisschen abgrenzen oder schützen gegenüber einer Situation oder einer Geschichte. Aber die rote Nase braucht es vielleicht gar nicht. Aber eine Frisur braucht es. Ich wünsche in allen Familien von ganzem Herzen, dass sie jeden Tag mindestens etwa 10 Mal lachen müssen und einfach ganz viel Schönes erleben. Und schöne Weihnachten.